Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Freiheit oder Belastung? Wer im Alter eine Immobilie besitzt, steht vor der Entscheidung, behalten oder verkaufen. Unser Experte im Studio klärt auf und gibt wertvolle Tipps. Und Gartenmöbel. Wir zeigen Ihnen, welche Stücke garantiert zu Ihrem Typ passen und mit welcher Pflege Ihre Gartenmöbel möglichst lange schön bleiben. So können Sie den Rest des Sommers in vollen Zügen genießen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Bedeutet eine Immobilie Freiheit oder eher Belastung? Immer mehr Immobilienbesitzer stellen sich im Alter die Frage, soll ich meine Immobilie verkaufen oder soll ich sie doch modernisieren? Wir sprechen heute mit einem Experten darüber, was die optimale Lösung ist. Und jeder ist mal dran, die Rede ist aber nur vom Tapezieren. Die meisten halten ihre Wände ganz schlicht, meistens weiß. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie aus Ihren Wänden echte Kunstwerke machen. Nein, das ist keine Betonwand mitten in der Wohnung. Und nein, das ist keine Götterskulptur in eine Steinwand gemeißelt. Das ist eine Tapete, gefertigt in Italien. Genauer gesagt, eine neue, individuelle und innovative Art der Wandgestaltung. Hergestellt aus Vinyl. Egal ob im Schlafzimmer, in der Essecke oder im Wohnzimmer, jeder Wohnraum erhält so seinen ganz eigenen Charakter. Ihr persönliches Motiv können Sie aus rund 1500 Designs auswählen. Also es gibt ja gemäßigte Dekore, dieser Götterkopf, das ist so ein bisschen aufreißerisch, dass die Leute sehen, boah, es gibt was Besonderes Neues, das wird man sich jetzt vielleicht eher mal in der Schwimmhalle einsetzen. Und das Gemäßigte auf der anderen Seite sieht aus wie so ein morbider italienischer Palazzo. Das kann man sich mal in einem schönen Landhausstil vorstellen. Das ist einfach, es gibt 1500 verschiedene Dekore, da findet jeder was von Retro 70er Jahre bis verspielte englische Landhausszenen. Also es ist total individuell und mal, wie gesagt, mal was ganz was anderes. Aber nicht nur in den Wohnräumen ist die Tapete einsetzbar. Auch an der Außenfassade eines Hauses macht sie sich gut. Und das wetterfest. Eine Tapetenrolle kostet rund 100 Euro. Ein ganzes Bild kommt bei einer herkömmlichen Hauswand somit auf rund 300 oder 400 Euro. Es ist an sich sogar einfacher. Sie haben einen Maler vor Ort, der streicht Ihnen die Wand ein. Und der streicht Ihnen einfach diese Tapete, das ist eine Rolle mit 50 cm Breite, einfach drauf. Es geht total einfach. Unebenheiten auf der Wand sind nur eine optische Täuschung. Die Wand ist und bleibt glatt. Geeignet ist die Wandgestaltung für jeden Typ und erübrigt teure Kunst an den Wänden. Also es kommt super an, also gerade bei der Eröffnung, speziell diese Situation, dieser italienische Stuck, kam besonders gut an. Ich denke auch, es ist einfach verständlich, das passt in jeden Wohnstil, es strahlt ein bisschen Gemütlichkeit aus. Also kam ganz, ganz hervorragend an bisher. Die neue Art der Wandgestaltung wird immer beliebter. So wird Ihr Zuhause zu einem richtigen Hingucker. Eine Gestaltung einfach mal anders. Vor allem im Sommer haben wir wenig Lust, lange Zeit in der Küche zu verbringen. Außerdem stellen wir meistens auch unsere Ernährung ein bisschen um und wollen eher leichtere Kost anstatt fettiges und schweres Essen. Mit den richtigen Geräten zu Hause können wir auch im Handumdrehen mit frischen Zutaten ganz leckere Gerichte zaubern. Der Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Allein die Zutaten machen Lust auf ein leckeres Essen, einen frischen Saft oder eine schmackhafte Suppe. Die Zubereitung soll aber schnell gehen, die gesunden Vitamine erhalten bleiben. Sogenannte Hochleistungsmixer bieten diese Möglichkeit und werden in vielen Haushalten immer beliebter. Klar, eine komplette Mahlzeit lässt sich so nicht zubereiten, aber für den Snack zwischendurch reicht es. Also der Einsatzbereich von einem Hochleistungsmixer ist sehr vielseitig. Man kann von einer heißen Suppe über grüne Smoothies bis hin zum kalten, richtigen Eis fast alles zubereiten.
Fertig ist das Ganze nach 5 bis 15 Minuten, je nachdem, ob heiße oder kalte Zubereitung. Die Hochleistungsmixer sind teurer als der klassische Küchenmixer. Wer ihn allerdings viel nutzt, für den kann sich die Anschaffung rechnen. Denn die Qualität macht hier den Unterschied. Also die Hochleistungsmixer unterscheiden sich in erster Linie durch den Mixbehälter, durch die Messer, die deutlich schärfer sind und auch wesentlich schneller rotieren. Und durch die Form des Mixbehälters fällt auch immer wieder meine Zutaten in die Messer mit rein. Und dadurch werden sie natürlich ja, wirklich komplett zerkleinert. Man hat eine perfekte Konsistenz, gerade bei Grünsmoothies ein wichtiges Thema, wo ich mit Salat oder dann auch mit Schalenfrüchten arbeite. Die Messer zerkleinern alles, ob den Kern einer Avocado oder gefrorene Früchte. Letztere eignen sich übrigens für die schnelle Zubereitung von Eis. Milch und Zucker dazu, 5 Minuten mixen, fertig. Trotz der scharfen Messer sind die Mixer so konzipiert, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Also bei unserem Mixer jetzt für die Vorführung ist es ein recht einfaches System. Der Mixer funktioniert nur, wenn der Behälter auch wirklich drauf ist. Sobald der Behälter kippt oder runterfällt, geht der Mixer sofort aus. Die Kosten für einen Hochleistungs-Smoothie-Maker liegen zwischen 250 und 900 Euro. Behalten oder verkaufen. Speziell wenn man älter wird, kann die eigene Immobilie auch ganz schnell zur Belastung werden. Wir klären hier gleich mit einem Experten, wann es sich noch lohnt, die Immobilie altersgerecht umzubauen oder wann es besser ist, die Immobilie zu verkaufen. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Je älter man wird, desto öfter stellt man sich die Frage, wie lange will ich noch in meinem Haus wohnen oder wann soll ich es verkaufen? Neben dem Unterhalt wird auch oft die viele Arbeit zur Belastung. Der Verkauf der eigenen Immobilie muss aber nicht zwangsläufig damit enden, dass man in ein Heim einzieht. Oft ist der Kauf einer altersgerechten Wohnung auch der Schritt in eine ganz neue Freiheit. Dieser alte Schreibtisch ist eines der wenigen Dinge, die Helga Abt aus ihrem früheren Haus mitgenommen hat. Als ihr Mann vor 3,5 Jahren starb, wollte sie das gemeinsame Eigenheim nicht allein bewohnen und hat die Immobilie verkauft. Auch wenn die 71-Jährige noch fit ist, ein großes Haus und 1000 Quadratmeter Garten wurden zu viel. Wenn man abends heimkommt und man sieht, das war ein Altbau und man muss ständig hinterher sein, dass es immer ordentlich ist und auch der Garten. Es gibt sehr viele Nachbarn, die dann gucken, guck mal, wie sieht denn der Garten aus? Und das war mir einfach zu viel. Ich habe das Geschäft und als mir Garten und Haus war mir einfach zu viel. Und deshalb war für mich die einzige Lösung, eine Wohnung kaufen. Seit gut einem halben Jahr wohnt Helga Abt jetzt in dieser 84 Quadratmeter großen Wohnung. Hier hat sie alles, was sie braucht, sagt sie, und ist froh über ihre Entscheidung. Doch nicht jedem fällt es so leicht, das eigene Haus zu verkaufen und nochmal neu anzufangen. Am besten ist, sich einen Experten zur Seite zu holen, der einen berät. Man denkt dran, hoffentlich kommt jemand, der auch das Haus weiterhin so pflegt und versorgt und auch den Garten so schön hält. Und ja, das geht einem schon durch den Kopf, ganz klar. Aber ansonsten ja, einfach, dass man rausgeht und das alles hinter sich lässt vor allem. Bei der neuen Immobilie ist es wichtig, auf eine altersgerechte Bauweise zu achten. Barrierefreiheit, Erdgeschosswohnung oder Aufzug, um nur ein paar Punkte zu nennen. Sie sollte also schon ohne Treppen, barrierefrei, auch die Dusche, weil irgendwann, man wird ja älter und kommt vielleicht nicht mehr in die Badewanne rein. Ich habe das bei meiner Mutter erlebt und deshalb habe ich da auch drauf geachtet, dass sie einfach ebenartig ist. Vor allem ihre Selbstständigkeit ist Helga Abt wichtig. Ein Umzug zu ihren Kindern oder gar in ein Heim kamen nicht in Frage. Ihre eigenen vier Wände, nur eben mit weniger Putz- und Pflegeaufwand. Dafür mehr Zeit für die schönen Dinge.
Kleine Wohnung statt großes Haus. Helga Abt hat den Schritt gewagt. Es ist einfach ein freieres Gefühl. Man hat nicht mehr den Druck, den riesen Garten zu versorgen wie vorher. Man kommt heim und es ist eigentlich alles fertig. Ich habe zwar ein paar Pflanzen noch hier, weil ich das brauche, und Blumen. Und ja, das ist einfach einfacher fürs Alter. Ich werde ja nicht jünger, sondern älter. Wir hatten bei unserem Besuch den Eindruck, dass die 71-Jährige noch längst nicht alt ist. Und so ganz kann sie die Gartenarbeit dann auch nicht lassen. Ist die Immobilie im Alter eher eine Freiheit oder eher eine Belastung? Und dazu begrüße ich unseren Experten Stefan Proksi von Stärk Immobilien Ravensburg. Herzlich willkommen. Danke, guten Tag. Herr Proksi, wie oft kommt es in letzter Zeit bei Ihnen vor, dass ältere Menschen kommen und sagen, können Sie mich bitte mal beraten? Ich habe keine Ahnung, was ich mit meiner Immobilie machen soll. Ja, das ist natürlich unser täglich Brot. Wir haben 17 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind in Deutschland. Das heißt, die Quote derer, die aufs Alter hin Überlegungen treffen, wo geht die Reise für mich hin, die ist natürlich größer geworden. Und natürlich ist das auch für uns beratungsintensiv, für den Kunden festzustellen, was ist der richtige Weg? Ist die Immobilie noch Freiheit oder ist sie Belastung? Soll ich verkaufen? Soll ich sie doch behalten? Wie entscheidend ist bei dieser Entscheidung am Ende auch die Lage? Weil man hört ja Immobilien immer Lage, Lage, Lage. Genau, ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium. Allerdings gilt das nicht für die gesamte Laufzeit der Immobilie. Wenn ich jetzt vielleicht jung bin, Kinder habe, dann ziehe ich vielleicht mal auch an den Ortsrand, will ein großes Grundstück haben. Braucht viele Zimmer. Genau, braucht viele Zimmer. So, dann sind die Kinder aus dem Haus, ich bin zu zweit, ich habe einen großen Garten, den muss ich pflegen, habe vielleicht nicht die beste Infrastruktur. Mhm. Also da entscheidet natürlich dann schon wieder ganz klar die Lage fürs Alter hin. Ist es fürs Alter für mich noch geeignet oder kann ich dort auch, ich sage jetzt mal, durch einen geeigneten Umbau lange bleiben? Das ist ein bisschen ein individuelles Thema. Welche Vor- und Nachteile hat jetzt eine eigene Immobilie im Alter? Na gut, der große Vorteil ist natürlich, ich sage jetzt mal, die finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe nicht das Problem, dass mir vielleicht irgendein Vermieter eine Eigenbedarfskündigung überreicht, ich im Alter mich nochmal verändern muss. Kann natürlich auch schnell zum großen Nachteil werden. Häuser aus den 60er, 70er Jahren beispielsweise sind einfach instandhaltungsintensiv. Energetische Verordnungen können dazu führen, dass ich jetzt vielleicht das Dach brauche, eine neue Heizung, neues Dach und genau, so weiter. Und plötzlich sind finanzielle, ich sage jetzt mal, Herausforderungen da. Also kann es ganz schnell auch zur Belastung gehen. Vielleicht gerade nur noch ein Bewohner dann im Haus, für den ist die Fläche zu groß. Also die monatliche Instandhaltung wird dann auch sehr, sehr aufwendig. Großer Garten dabei, also viele Faktoren, die schnell von der einen in die andere Richtung kippen können. Wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Immobilie verkaufen, ich will etwas Neues machen, vielleicht irgendwo altersgerecht einziehen, wie lange sollte ich mich vorher mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Frühzeitig, denn wenn man jetzt den Markt mal ansieht, momentan ist ein guter Markt, um die Immobilie zu verkaufen. Das heißt vielleicht das Haus, in dem ich wohne, aber umgekehrt ist es sehr schwierig, das Passende zu finden. Also eine passende Wohnung, die vielleicht dann barrierefrei ist oder die über die passende Infrastruktur verfügt. Also gilt es, eine gute Bedarfsanalyse zu machen, zu sehen, okay, was kann ich für die eigene Immobilie realisieren, was will ich aber haben, wo will ich hinziehen. Ein gutes Jahr ist sicherlich nicht verkehrt, vielleicht auch länger. Ich würde gerade sagen, wie sieht es bei Ihnen eigentlich privat oder persönlich aus im Geschäft? Gibt es mehr Nachfragen, dass die Leute sagen, ich möchte nicht gerne verkaufen, aber ich habe jetzt kein Ziel, wo ich hin will? Gibt es natürlich auch, natürlich. Wir haben unter anderem viele Kunden, die momentan sich mit dem Gedanken tragen und sagen, momentan ist das noch nicht aktuell, aber in 2, 3, 5 Jahren würde ich gerne näher in der Stadt wohnen, ich hätte gerne den Arzt näher bei mir, ich hätte gerne die Bushaltestelle näher. Und das sind natürlich Kunden, die wir mit bedienen und sagen, okay, frühzeitig, wenn das geplant wird, kann man das gut arrangieren, dann kann man die Augen offen halten und das Passende finden und kann zeitgleich dann natürlich auch den Verkauf entsprechend übernehmen. Muss ja quasi wie Zahnrädchen ineinander greifen. Jetzt haben wir über das Verkaufen gesprochen, sagen wir brauchen ungefähr ein Jahr Vorlauf. Wann ist jetzt der Punkt, wo ich auch sage, wenn ich sanieren will, modernisieren will, woran erkenne ich das? Nein, ich will doch da bleiben und ich nehme das Geld doch mal in die Hand und baue um. Genau, grundsätzliche Betrachtung der Immobilie an sich erstmal. Ist die Immobilie für mich im Alter geeignet? Gibt es irgendwelche Stolperfallen, die ich quasi beseitigen muss? Thema Barrierefreiheit, ganz wichtig. Kann ich vielleicht einen Aufzug oder einen Treppenlift einbauen? Wie kann ich die Rasenfläche vielleicht pflegeleicht gestalten? Alles Themen, die man natürlich planen muss. Es gibt auch Unterstützung. Aber das ist ja genau das Schwierige. Wenn ich jetzt heute sage, ich möchte einen Umbau planen, woher weiß ich, was ich in 5 Jahren brauche?
Dafür gibt es Fachleute wie uns oder natürlich andere Immobilienexperten oder auch einen Architekten, mit dem ich so ein Prozedere einfach mal besprechen kann. Es gibt zum Beispiel von der KfW entsprechende Darlehen oder günstige Zinspositionen, die ich in Anspruch nehmen kann, um so einen Umbau zu realisieren. Aber ich muss natürlich auch immer wieder, wir haben vorhin darüber gesprochen, die Lage im Auge behalten. Denn ich kann das Haus noch so schön barrierefrei umbauen, wenn halt einfach die Infrastruktur nicht stimmt und ich einfach am Ortsrand lebe, bringt mir der ganze barrierefreie Umbau eigentlich nichts. Wenn ich jetzt nicht verkaufen will, sondern ich will noch bei mir drin bleiben, dann gibt es ja bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. Zum einen, klar, kann ich vererben. Welche Möglichkeiten gibt es da? Meistens ja steuerlich oder die Kinder sind da. Okay, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch schon Fälle gehabt, Grundstück eignet sich vielleicht für die Bebauung von einem Mehrfamilienhaus. Das heißt, wir haben ein altes Bestandshaus, das wird entsprechend abgebrochen. An der gleichen Stelle wird ein Drei- oder Vierfamilienhaus errichtet. Der Verkäufer erhält in... Was auch immer mehr kommt, weil die Bauplätze fehlen. Ja, natürlich auch, natürlich auch. Und der Erwerber erhält dann in der neuen Immobilie vielleicht die neue barrierefreie Wohnung. Interimszeit lässt sich überbrücken. Also Möglichkeit 1, es gibt Verrentungsmodelle, wo ich als Immobilienbesitzer die Immobilie an eine entsprechende Stelle abgebe gegen, ich sage jetzt mal, eine monatlich zu vereinbarende Rente und ein Wohnungsrecht, das ich auf Lebzeiten dann noch bekomme. Das müssen Sie mir noch mal erklären. Was hat das mit der Verrentung genau auf sich? Die Immobilie wird von einem Unternehmen quasi gekauft gegen eine monatliche Rente, die ich erhalte und ein Nutzungsrecht der Immobilie bis zu meinem Lebensende. Okay. Nachteil, es bleibt natürlich nach meinem Ableben sozusagen nichts übrig für Kinder oder Co. Wenn man jetzt heute zum Beispiel sagt, ich baue um, barrierefrei, wie spiegelt sich das auch im Verkaufspreis? Wenn ich heute eine Immobilie habe, die, sag mal, von vor 20 Jahren stehen geblieben ist, werde ich das auch nicht den Preis wahrscheinlich bekommen, oder? Ja, ist immer ein wichtiges Thema. Natürlich. Oder ist die Nachfrage doch noch so groß, dass es wenig eine Rolle spielt? Ja, spielt momentan sicher wenig eine Rolle. Es ist, wie vorhin beschrieben, jede Immobilie hat auch eine gewisse Zeitphase. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich ein großes Haus bewohne mit einem großen Grundstück, dann ist das aufs Alter vielleicht eher hinderlich. Es gibt aber andere junge Familien, die genau sowas wieder suchen und das ist dann der praktische Fall, dass der ein großes Haus bewohnt, natürlich auch sich Gedanken macht, zu sagen, ich ziehe in die Stadt, in die schöne große Wohnung und verkaufe das Haus entsprechend dann wieder an die Familie, die sowas gerade. Welche Kriterien sollte die schöne große neue Wohnung haben, die altersgerecht ist? Ja, wie vorhin beschrieben, die Infrastruktur ist ganz wichtig. Das heißt, befinde ich mich in der Stadt, habe ich die kurzen Wege, mein Aktionsradius im Alter wird einfach immer kleiner. Das heißt, ich brauche einfach alles nah am Ort. Ich brauche die Bushaltestelle, vielleicht einen Nahversorger, den ich mal fußläufig erreichen kann. Natürlich gibt es dann weitere Konzepte, die ich einfach auch bei der Umbauvariante noch mit betrachten kann. Kann ich das Haus vielleicht aufteilen in zwei Wohneinheiten? Gibt es die Möglichkeit, eine Einliegerwohnung vielleicht für Pflegepersonal auf Sicht mal auszustatten? Also sehr individuell, wie jede Immobilie. Jetzt kommt man ja meistens von heute auf morgen zum Immobilienverkauf, obwohl man schon ganz lange weiß, dass es ansteht. Geben Sie mal ein paar Tipps, worauf sollte ich auf jeden Fall achten, dass man nicht auf die Nase fällt? Ja, ganz wichtig, ist ein sensibles Thema. Es geht um viel Geld, das heißt, ich muss auf jeden Fall einfach mal viel Zeit mitbringen. Ich muss professionell beraten werden, also jemanden suchen, der Sie einfach professionell und mit der nötigen Ruhe und dem nötigen Fachwissen beraten kann. Zum einen, was ist Ihre Immobilie wert? Was können Sie erzielen? Welchen Vorlauf benötigen Sie vielleicht auch? So, und was benötigen Sie dann? Und wie kann dieser ganze Prozess, ich sage jetzt mal, auch stolperfrei dann durchgeführt werden. Herr Proksi, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Antworten. Danke für die Einladung. Noch eine abschließende Frage. Haben Sie zu Hause auch eine Terrasse mit Gartenmöbeln? Die haben wir momentan, ja. Pflegen Sie regelmäßig? Ja. Wie? Die waren feucht gewischt. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Auf jeden Fall vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Pause und danach zeigen wir Ihnen die neuesten Gartenmöbeltrends und vor allem auch, wie Sie Ihre Gartenmöbel, die Sie schon haben, richtig pflegen. Also, bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wenn wir im Sommer abends ganz gemütlich auf unserer Terrasse sitzen, stellen wir uns in Bezug auf unsere Gartenmöbel öfters mal die Frage, sind diese eigentlich noch up to date und wie bekomme ich das Holz endlich wieder auf Hochglanz? Viele Fragen und wir haben die Antworten.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Raus an die Sonne, raus in den Garten. Und das am besten mit stylischen Outdoor-Möbeln. Schon seit einigen Jahren auf dem Markt liegen die sogenannten Wickermöbel in Flechtoptik immer noch im Trend. Allerdings kommen sie aktuell im 60er-Jahre-Retro-Stil daher. Auch bei Material und Farbe bieten die Hersteller Neuheiten, beispielsweise helle Naturtöne. Was die Pflege angeht, machen es einem die heutigen Gartenmöbel einfach. Wasserfest, robust und leicht zu reinigen. Einzige Ausnahme: Holzmöbel. In alter oder neuer Optik immer noch zeitlos modern, sollte hier beim Kauf einiges beachtet werden. Holz ist natürlich ein Naturprodukt. Hier ist oft das Problem halt mit, wenn man isst an dem Holztisch, mit Salatsoßenflecken, also Ölflecken, Rotweinflecken. Also wenn ich jetzt eine Familie habe mit mehreren Kindern, Kleinkindern, dann würde ich natürlich von Holz nicht unbedingt zuraten oder ich mache eine Tischdecke drauf. Obwohl die aktuellen Gartenmöbel dafür eigentlich fast zu schade sind. Vor dem Kauf sollte man sich außerdem überlegen, wie viel Stellfläche im heimischen Garten oder auf dem Balkon zur Verfügung steht. Ebenso, was man investieren möchte. Auch bei Gartenmöbeln gilt, es gibt fast alles, von sehr billig bis sehr teuer. Die Auswahl ist riesig und, was Outdoor ebenso gebraucht wird, der richtige Sonnenschirm. Man muss einmal entscheiden zwischen den Mittelfuß- oder Marktschirmen, wo halt einfach das Standbein in der Mitte ist. Der Nachteil ist, ich muss je nach Sonnenstand, kann ich zwar einige Schirme kippen, aber ich muss mit den Schirm wandern und mit der Gruppe wandern. Und dann gibt es natürlich die sogenannte Pendelschirme, wo der Standfuß außerhalb des Schirms ist, wo ich halt einfach durch verschiedene Stellungen des Schirms größere Flächen abdecken kann. Also wenn es die Sonne halt schräg einfällt, dann stelle ich den Schirm so schräg gegen die Sonne, dass er mir abdeckt. Ein Tipp: Baumwollstoff kann schnell kaputt gehen. Besser ist Rayon. Der Stoff schützt optimal vor Helligkeit und UVA-Strahlung. Ebenfalls wichtig: Will ich meine Garnitur zum Essen oder nur zum Relaxen nutzen? Und noch ein Tipp vom Profi: Unabhängig vom Material, gerade bei Stapelstühlen, kann ich einen ganz kleinen Trick machen, was man normal nicht macht, auf die beiden hinteren Füße und versucht zu schaukeln hier. Ne? Und wenn hier der Stuhl wenig nachgibt, dann habe ich hier einfach einen sehr stabilen Stuhl. Und wenn ich hier dann wirklich 5 cm hinüber, rüber und über das Ding bewegen kann, dann ist einfach der Stuhl nicht so stabil. Und ist er bequem? Denn hier der wichtigste Tipp: Möbel vor dem Kauf immer Probe sitzen. Dann steht einem super Sommer im eigenen Garten nichts mehr im Weg. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Pflegen Ihrer Gartenmöbel und vor allem noch ganz viele schöne Sommerabende zu Hause. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder mit dabei sind, dann mit diesen Themen. Sonne tanken. Eine Familie in Tettnang lebt nahezu autark. Sie speichert einfach die Sonnenenergie in einem Akku und ist damit unabhängig von den großen Energieversorgern. Und Look and Feel. Warum die Küchenarbeitsplatte nicht nur optisch zur Einrichtung passen sollte, sondern sich auch gut anfühlen muss, erfahren Sie bei uns. Bauen und Wohnen ab Montag, 15. August, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.